Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch State of Decay 2, die Juggernaut Edition. Und zwar auf der Albtraumstufe. Und ich kann euch verraten, das ist wirklich ein hartes Spiel. Also in jeder Hinsicht. Was die Härte überhaupt in diesem Spiel betrifft, also die Brutalität der Actions hier, ist das schon eine besondere Klasse. Aber auch was die Schwierigkeit betrifft, das wirklich nicht ohne. So, ich muss mal schon kurz auf die Map schauen. Hin. Schauen wir mal, was diese Automechaniker von uns wollen. Also mein Fehler in den Runden, die ich bislang so gespielt habe, oder einer der Fehler war, dass ich zu früh eine größere Basis bezogen habe. Und das Problem ist, wenn man umzieht, das wirkt zwar erstmal komfortabel, weil man ja plötzlich mit seinem ganzen Zeug an einem anderen Ort ist. Das Problem ist aber, dass man dann erst anfangen muss, die Anlagen aufzubauen. Und das geht immer nur kleckerweise. Und während man diese Anlagen aufbaut, hat man kaum Equipment. Und außerdem verursacht man durch den Umbau der Anlagen eine Menge Lärm. Also das ist halt in jeder Hinsicht schwierig, eine schwierige Phase. Und da habe ich so viele Leute häufig bei verloren. So, mal schauen. Wir fahren einfach. Also man passt einen Moment nicht auf. Es ist furchtbar, furchtbar. Jetzt legen wir jetzt nämlich mein Auto. Kümmert euch mal bitte darum. So, sprich mit Tai. So, Teil ist der hier. Nee, der. Wir haben einen Ort gefunden, wo wir perfekt an Autos arbeiten können. Na, was für seucht. Klar, so Sache. Take the newbie over there with you. More useful than standing around here. Yeah, I'll get right on it. Lead the way. Wir wollen erstmal schauen. Let's make a deal.
Ja, das doch mal was. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Ich meine, mit der Karre kommen wir so nicht nach Hause. Wo ist denn überhaupt das Ding, was sie wollen? Da. Wenn uns das nämlich explodiert und um die Ohren fliegt. Keine Chance. Ich denke, das könnten wir uns mal anschauen. Doch, der ist zerstört. Gut, wir müssen uns hier ein bisschen umschauen. Weil wir ein Werkzeug Kasten brauchen. Stay close. No idea. If you're listening out there, come save me, please. Magdalena hat Probleme. Das Ding ist halt, dass sich hier die Missionen so krass überlagern. Man kommt einfach nicht hinterher, wenn man hier alles abarbeiten will. So, mal schauen. Nehmen wir mal das als nächstes. Ah, hier hinten ist noch was drin. Was haben denn, haben die uns denn überhaupt schon Boni gebracht? Nee. So häufig hat man ja so, dass man dann. Durch verbündete Enklaven Vorteile hat, wie zum Beispiel Pannenhilfe oder sowas. Schauen wir uns mal hier um. Da waren wir schon dran. Hier gibt es nichts mehr drin. Nee. Ich glaube, hier auch noch nicht drin. Nothing more to kill here. Okay. Alles nett. This could be a big help to us. Oh ja. Okay, ich glaube, ich sollte noch mal das Ding machen. Also. Wir haben ja genügend Credits. Das kostet zwar jedes Mal was, wenn wir eine neue Anlage claimen. Aber hier gäbe es eine Menge Zeug. Außerdem auch den Bonus, dass es uns mit Material versorgt. Ich glaube, das ist gut. Ach so, gleich mal was rüberschieben. Das. Okay. Achtundneunzig.
Da könnte man nämlich einen neuen Werkzeugkasten gleich craften. Das ist ganz gut. Wow. So, das war's, glaube ich. Schieben wir alles so rüber. Dann sagen wir, bitte bauen. Toolkit. Wobei... Dazu müssen wir in der Basis sein, okay. Dann nehme ich das Ding. Da ist es. Das Schwanz, gut. What else? Wir können jetzt hier... den Kühler, Wasserkühler installieren. Sehr gut. Almost out. Ja. Medizin sollte ich mir auch noch mal holen. Screamer here. Hinter uns, nee, rechts neben uns. Have a bloater inside. Okay. Ja, das, was mich natürlich immer beschäftigt, ist diese Geschichte einerseits. Will man ja so gut ausgerüstet wie möglich unterwegs sein. Andererseits hat man dann die Taschen voll und kann nichts mehr sammeln. Also das ist immer ein Konflikt. So, wir reparieren den. Mal schauen. Nicht wirklich. Da geht's lang. Okay, dann können wir nämlich auch gleich mit dem fahren. Wobei... Ne, machen wir das erstmal. Eins nach dem anderen. Nein, immer noch nicht richtig. Denn ich sollte lieber auftanken. Okay, here we go. Vi
Wie soll man denn hier lang kommen? Gas is on the right, yo. Big Daddy Autowerkstatt. Na schauen wir mal. Frage ist nur, ob man hier auch so einfach. Oh. Das ging ja gar nicht gut. Und kommt der mit den ganzen Leuten im Gepäck? Das sieht nach einem Himmelfahrtskommando aus. Okay, da ist dieser Feral. No, that's not a thing. Erstmal muss ich diesen Fell erledigen. Da kommt er. Na, wo bist du, Baby? Take a break before I fall. Yeah, probably. Warum läuft jetzt wieder runter, Frage? Genau, bleib mal hier. Bleib mal hier. Das Ding ist, man kann, glaube ich, den Molly nicht einfach so runterlassen. So, ich werde mich mal ausloggen. Okay. Beim Ausloggen und wieder einloggen bin ich jetzt hier gelandet. Ah.
Bin ich okay? Bin ich okay? Also erstmal auf die Krankenstation. Later. Gut. Dann gehe ich zu Zack. I'm gonna see if resting up will take care of this. Krankenstation. Heilmittel generieren und wir helfen. Hey there. I'll try not to cough on you. You're gonna fight this and we're gonna help. You like me. You really like me. Wunderbar. Alright guys, I'm ready to get back in the game. Okay, what to do? We're on the job. Ah, you're a lifesaver. Look, we're tired of not using our skills. Cars are our passion, and we want to work on them again. How's it going? It's the best for everyone. Okay, da gibt's also. We're not really going to do that, right? Right? Wollen wir mal sprechen. Also, was sagt Kali? Alright, I get it. So, mit Chrissy. Wo ist die? Offenbar ist diese Mission akzeptiert worden. Also, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Wenn die sollte wirklich Fahrzeuge mit definitiv ja. So. Sprich mit Tai über die Pläne. So, unser Auto steht jetzt immer noch dort, schätze ich. Genau, dann ist es mal wieder Zeit für ein Blood Mobile. Wie sieht's denn hier aus? Die Medikamente sind zu niedrig. Okay, verstehe ich. Okay. Okay, people, time to fight. Soll ich mal noch was rausnehmen hier? Dann lad nach, mein Freund. Ach, du kannst nicht nachladen. Da muss ich mich erstmal sortieren. Okay, nachladen. Oh, was ein Action. That's over.
We live to fight another day, right? Boah, das war hart. Gut. Das war eine harte Nummer. Schauen wir mal. Also. Eine Behandlung braucht niemand. Sehr gut. Die Waffe ist in Ordnung. Aber wir haben keine Munition mehr dafür. Die muss repariert werden. Ah, genau. Durchgeladen. Alles klar. So, so, so. Das ist er, Chrissy. Alles okay. Merci. Ist fertig. Muss bloß eine Waffe kriegen. Beziehungsweise ihre Amos weggeben. Erstmal durchladen. Let's make this man count, kiddos. Gut. So, dann sind wir bei Kali. Die würde aber sofort eine Mission bekommen. Na gut, das überlege ich mir in der nächsten Runde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.